Heute stehen wir am Jakominiplatz, das Zentrum vom öffentlichen Verkehr in Graz. Aus welchem Grund? Wir haben in der letzten Gemeinderatssitzung einen Antrag vorbereitet gehabt zur Einführung einer Nahverkehrsabgabe, die aus unserer Sicht eben eine Dienstgeberabgabe sein sollte, wie es in Wien ist. Wir haben dann im Vorfeld gemerkt, dass wir da bei den Parteien unterschiedliche Meinungen haben, wie eine Nahverkehrsabgabe ausschauen soll, aber sozusagen alle eigentlich dafür wären. Wir haben dann kurzfristig entschieden, den Antrag zurückzuziehen, und es wird jetzt im Jänner in der KUPOP-Leute-Konferenz, wo alle Parteien vertreten sind, diskutiert, um da eben einen möglichst einstimmigen Antrag mit einer Formulierung und mit einer Ausarbeitung zu finden, wo eben alle Parteien dabei sind. Deswegen haben wir den Antrag primär an der letzten Gemeinderatssitzung zurückgezogen. Wir haben weiters noch zwei Anträge gestellt, einen zum Thema Parkkarte, auch für Leihfahrzeuge. Das ist ein Antrag, den wir schon heuer einmal gestellt haben, wo wir noch keine Antwort bekommen haben. Da wollten wir einfach nachfragen und wissen, wie es ausschaut. Sinn der ganzen Sache war damals, wir wollten auch für Carsharing und für Leihfahrzeuge eine Möglichkeit finden, in der blauen Zone zu einer Parkgenehmigung zu kommen. Und weiters noch ein Antrag zu den Infoscreens in den Straßenbahnen und in den Bussen, die teilweise noch immer mit Fehlermeldungen voll sind. Und da ist uns eigentlich versprochen worden, dass es bis Ende letzten Jahres überall funktionieren soll. Und da das jetzt ein Jahr später noch immer nicht funktioniert, haben wir da noch einmal nachgefragt, was hier passiert ist und was da die Maßnahmen waren, um das umzusetzen.